Der Schock und das Entsetzen weltweit sind groß. Nicht nur in der Literaturwelt. Nach dem Messerangriff auf den Schriftsteller Salman Rushdie wird der Autor weiter künstlich beatmet. Das sagte sein Agent. Er werde womöglich ein Auge verlieren. Ein 24-Jähriger war gestern zu Beginn einer Vorlesung im US-Bundesstaat New York ja mit einem Messer auf Rushdie losgegangen. Wegen eines umstrittenen Werks, in dem er den Propheten Mohammed beleidigt haben soll, war der 75-jährige Schriftsteller zwar auf der Todesliste des Iran geraten, doch das schien zuletzt weit weg und lange her. Christoph Hipp berichtet. Der Angreifer Hadi Matar wird von der Bühne geführt. Kurz zuvor hatte er Salman Rushdie und den Moderator der Literaturveranstaltung niedergestochen. Zuschauer können den 24-Jährigen direkt überwältigen. Und während weitere Zeugen um das Leben von Salman Rushdie kämpfen, nimmt ein anwesender Polizist den Angreifer schließlich fest. Wir haben zu diesem Zeitpunkt noch keine Hinweise auf ein Motiv, aber wir arbeiten mit dem FBI und dem Büro des Sheriffs zusammen und wir werden herausfinden, was die Ursache oder das Motiv für diesen Angriff war. Unter anderem in Matars Haus in Fairview, New Jersey, hoffen die Ermittler fündig zu werden. Laut Medienberichten habe der Mann auf sozialen Plattformen Beiträge veröffentlicht, in denen er sich positiv zum Iran und dessen Revolutionsgarden sowie zum schiitischen Extremismus im Allgemeinen geäußert habe. Die Nachbarn sind geschockt. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so jemand hier in der Gegend wohnt. Schrecklich, das ist wirklich beängstigend. Salman Rushdie kommt sofort ins Krankenhaus, muss notoperiert werden. Nach Angaben seines Agenten wird der 75-Jährige künstlich beatmet, könnte ein Auge verlieren. Weil er in seinem Buch die satanischen Verse den Propheten Mohammed beleidigt habe, war Rushdie vor mehr als 30 Jahren ins Visier des Iran geraten. Dessen geistliches Oberhaupt Ayatollah Khomeini verhängte eine sogenannte Fatwa über den Autor, forderte dessen Tod. Der Gefahr zum Trotz setzte sich der Autor immer wieder auch in öffentlichen Auftritten für die Meinungsfreiheit ein. Man muss Dinge bekämpfen und hinterfragen, mit denen man nicht einverstanden ist. Was ist sonst die freie Rede wert? Erst 1998 hatte die iranische Regierung Abstand von dem Mordaufruf genommen. Das Motiv des Angreifers könnte indes auch finanzieller Natur sein. Bis heute ist ein Kopfgeld auf Rushdie ausgesetzt. Iranische Hardliner hatten es zuletzt auf 4 Millionen US-Dollar angehoben. Besprechen wir all das weiter mit Max Hermes. Er ist uns live zugeschaltet aus Washington. Seit ich in Amerika lebe, hatte ich keine Probleme mehr, Max. Das hatte Rushdie erst vor kurzem ja in einem Interview gesagt. Gibt es denn schon irgendwelche ersten Erkenntnisse über das Motiv des Angreifers? Nein, also tatsächlich nicht. Das wird jetzt hier von den Behörden erst noch ermittelt. Es ist jetzt noch hier mitten in der Nacht in den USA. Man kann möglicherweise damit rechnen, dass im Laufe des Tages dann auch erste Erkenntnisse hier eintrudeln werden. Was wir wissen ist, der Angreifer ist erst 24 Jahre alt gewesen und diese Fatwa, die ausgesprochen wurde, wo er zum Tode verurteilt wurde durch das geistliche Oberhaupt damals des Iran, die ist ja schon mehr als 30 Jahre alt, also älter letztlich als der Täter. Wenn er sich darauf berufen würde, wäre das schon äußerst ungewöhnlich. Aber man muss natürlich sehen, dass Salman Rushdie durchaus mit seinem Werk eben tatsächlich Anstoß genommen hat in der Welt und im Iran vor allen Dingen auch. Und dass es da möglicherweise noch einige Hardliner eben gibt, die deswegen immer noch es auf ihn abgesehen haben könnten. Ja, zurzeit liegt er im Krankenhaus. Der Agent hat gesagt, er könnte möglicherweise ein Auge verlieren. Und das Ganze umso bitterer, als dass sich Rushdie immer wieder auch sicher gefühlt hat. Das hat er zuletzt auch gesagt. Er hat diese Fatwa gar nicht mehr ernst genommen und hat sich auch öffentlich immer weiter bewegt, auch ohne Sicherheitsdienst. Und das ist ihm jetzt offensichtlich zum Verhängnis geworden, indem er sich in dieser Diskussionsrunde dort ausgesetzt hat, so nah am Publikum und das letztlich dann zu einem Angriff geführt hat. Max Hermes, ganz herzlichen Dank dir nach Washington. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV
empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.